Kennst du das auch, dass du ganz plötzlich einen Ton hörst oder verschiedene Töne? Und diese Töne, die hörst nur du. Jemand anderes kann die nicht hören. Es geht heute um die 7 mysteriösen Töne oder Klänge aus dem Reich des Bewusstseins, die du unbedingt kennen solltest. Denn manchmal hört man etwas und kann es nicht zuordnen und denkt vielleicht, dass es nur Einbildung gewesen wäre. Heute geht es aber um die Bedeutung dieser 7 mysteriösen Klänge, die nur du hören kannst. Aber ich sage dir, dass diese mysteriösen Töne eine ganz bestimmte Bedeutung haben. So werde ich dir heute erklären, wie sich diese Töne anhören und welche Botschaft deiner Seele dahinter steht. Wir alle haben viel mehr verborgene Fähigkeiten, als wir annehmen. Dazu gehört die innere Wahrnehmung verschiedener Töne aus dem Universum und die geheimnisvollen Töne deiner Seele und der Engel. Jeder Ton hat eine besondere Bedeutung und ich werde dir in diesem Podcast näher erklären, was das alles bedeutet. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal und ich bin Bioenergietherapeutin, Heilmedium und Buchautorin. Das erste Geräusch, was du wahrnehmen kannst, ist wie ein Flüstern. Es ist eine leise und subtile Stimme, die als innere Führung oder Intuition gedeutet werden kann. Du hörst dieses Geräusch vielleicht, wenn du vor einer wichtigen Entscheidung stehst oder wenn du einen Ratschlag brauchst. Dieses Geräusch könnte auch von deinem Schutzengel kommen, der dir helfen möchte, die beste Entscheidung zu treffen. Das zweite Geräusch ist ein musikalischer Ton, der wie ein Glockenspiel oder eine Glocke klingt, die in deinem Kopf läutet. Das zeigt oft an, dass etwas Wichtiges passieren wird. Das kann alles sein, von einem bevorstehenden Ereignis bis hin zu einem spirituellen Erwachen. Achte auf diesen Ton, denn er enthält meist eine wichtige Botschaft der Transformation und des Wachstums. Das dritte Geräusch ist wie ein tiefer, erdiger Ton, der sehr lange anhält. Es ist wie ein tiefes, monotones Brummen, das plötzlich auftaucht und genauso plötzlich wieder vergeht. Dies ist meist der persönliche Ton der Erde, unseres Planeten, auf dem wir wohnen. Diesen Ton wirst du hören, wenn sich die Erde im Prozess des Aufstiegs befindet. Er wird sehr intensiv und laut werden, sobald sich die 5. Dimension öffnet. Mit diesem Ton möchte die Erde mitteilen, dass etwas Großes geschieht und wir alle miteinander verbunden sind. Wenn der Ton leise und kurz auftaucht, möchte sie uns sagen, dass wir uns um sie kümmern sollten. Der vierte Ton fühlt sich wie ein sanfter Regentropfen an und ist nur in deinem Kopf zu hören. Wenn du diesen Ton hörst, weißt du, dass dies etwas ganz Besonderes ist. Er zeigt normalerweise die Anwesenheit eines energetischen Wesens, wie eines Engels, eines Sternenwesens oder eines Geistführers an. Achte auf dieses Geräusch, wenn du Führung von oben brauchst oder wenn du das Gefühl hast, deine Engel sind um dich herum. Sobald du diesen Ton hörst, kannst du deinen Engeln Fragen stellen. Sie werden sie gerne beantworten. Der fünfte Ton ist eine tiefe und starke Schwingung, die du in deinem Körper spüren kannst. Sie tritt normalerweise auf, wenn etwas aus deinem Leben entfernt werden muss. Das kann körperlicher, geistiger oder spiritueller Ballast sein, der für dein persönliches Wachstum losgelassen werden sollte. Sobald du also dieses Geräusch hörst, stelle dir die Frage, wer oder was in deinem Umfeld dich in einem negativen Kreislauf hineinführen möchte oder dich negativ belastet. Falls du dich gefangen fühlst, solltest du dir dringend Hilfe von einem Therapeuten holen.
Der sechste Klang ist eine besondere Schwingungsfrequenz, welche durch die Luft sanft schimmert. Du nimmst diese Frequenz nur ganz undeutlich wahr und musst dich schon sehr konzentrieren, damit du sie hörst. Wenn so etwas geschieht, deutet das normalerweise auf eine große Veränderung in deinem Leben, ein spirituelles Erwachen oder einen wichtigen Übergang hin. Achte auf diesen Klang und frage dich, was losgelassen oder verändert werden muss, um voranzukommen. Manchmal öffnen sich bei diesem Ton Dimensionstore, die dir Zugang zu deinem höheren Selbst und den Antworten führen, die du suchst. Dieser Ton ist normalerweise ein Zeichen für eine höhere Kommunikation von einer Ebene zur anderen, von dieser Welt zur jenseitigen Welt. Der siebte Ton ist wie ein leises Sirren und man hört es nur, wenn es ganz still ist. Dieses Sirren ist monoton und kontinuierlich und legt sich sanft um deine Schultern. Dieser Klang ist der kosmische Ruf, aufzuwachen und wachsam zu sein für das, was um dich herum geschieht. Achte darauf, wenn du dieses Geräusch hörst, denn es könnte ein Zeichen dafür sein, dass etwas Wichtiges in deinem Leben passieren wird. Mit diesem Ton sagt dir deine Seele, dass ihr eng miteinander verbunden seid und du hochkonzentriert und zentriert bist. Diese sieben geheimnisvollen Klänge aus dem Reich des Bewusstseins können uns auf unserem Weg zum spirituellen Leben sehr gut helfen. Manche Menschen hören all diese Klänge, manche Menschen hören nur einen oder zwei von den Beispielen, die ich dir gesagt habe. Aber immer, wenn du einen Ton in deinem Bewusstsein wahrnimmst, höre genau hin und achte darauf, was um dich herum passiert. Jeder Ton, der dich erreicht, ist eine besondere Ehre und sagt dir, dass du schon sehr weit in deiner spirituellen Entwicklung bist. Und jeder Ton gibt dir die Möglichkeit, übersinnliche Erfahrungen zu sammeln. Ich wünsche dir ganz viele schöne Situationen und Momente in der tiefen Verbundenheit mit dir selbst. Bitte teile diesen Podcast, damit noch mehr Menschen von diesen geheimnisvollen Klängen und Tönen erfahren und sie für sich selbst deuten können. Like dieses Video, abonniere meinen Kanal, wenn es dir gefallen hat und du auch weiterhin wichtige Podcasts bekommen möchtest. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Deine Smarana.